down in the car. One time give it all. Bust it open, huh? Let me see you jaw. Get down in the car. One time give it all. Bust it open, huh? Let me see you jaw. Guten Morgen, Leute. So, es ist Sonntag, es ist 7 Uhr knapp. Wir fahren heute nach Dresden zum MaxCount, ja, zum guten Robert. Und da wird meine Harley heute mal ein bisschen verfeinert. Ich habe dieses alte, schreckliche GT-Radio drin. Ich habe diese ganz normalen Standardboxen drin. Das ist absolut gruselig. Es macht überhaupt keinen Spaß vom Sound her. Und da werden wir das Ganze mal ein bisschen aufrüsten. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe dem Thema bis dato noch nie wirklich Aufmerksamkeit geschenkt, weil ich immer dachte so, oder ich habe bis jetzt Fahrwerk, ne, dann ein bisschen Motor, dann ja, Don Performance Mapping und. Also diese ganzen Themen hatte ich immer zuerst auf dem Schirm und habe mir eigentlich über Sound nie Gedanken gemacht. Und mittlerweile habe ich da so Bock drauf, weil für mich ist das ein absolutes ja, emotionales Thema und das gehört für mich halt zum Harley-Fahren dazu. Ich finde auch, klar, Sound ist auch voll geil, braucht man eigentlich nicht, sagen ja viele Leute, ne? Gerade die aus dem Oldschool-Bereich, ja wieso, was heißt Oldschool-Bereich, eigentlich aus allen Bereichen, ja wieso brauchst du das denn, du hörst doch, die Harley ist doch viel geiler, ja, stimmt, aber hin und wieder, gerade bei längeren Touren, wenn ich dann noch zu dem geilen Harley-Sound meine Mucke pumpen kann, ne? Dann ist das, finde ich, richtig, richtig geil, ne? Und das gibt mir dann nochmal irgendwie ein geileres Gefühl. Ja, aber jetzt holen wir erstmal meine Harley ab. Ich hatte ja leider einen Motorschaden. Da ist der gute Hajo dran, das Ganze wieder zu beheben. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal nach Bielefeld und dann geht's nach Dresden. Also, bleibt gespannt. Bis gleich. So Leute, wie besprochen, heute sind wir jetzt in Dresden, ja, wie schon lange angekündigt eigentlich, sind wir jetzt hier bei MaxCount Bike Sound, unter anderem mit dem Robert, ja. Und ja, wir wollen einmal heute euch so ein bisschen den ganzen Einbau präsentieren von meiner Harley, was haben wir eigentlich für ein Setup und so weiter, viele Themen, aber zunächst erstmal Robert, willst du vielleicht ein bisschen was zu dir sagen und auch zu MaxCount? Sehr gerne. Mario, schön, dass du hier bist. Vielen Dank fürs Kommen und natürlich würde ich auch gerne ein bisschen was zu uns erzählen. Ja, wir sind MaxCount Bike Sound, euer Experte für fetten Sound am Bike. Wir haben uns darauf spezialisiert, solche schönen Mopeds, solche amerikanischen Ikonen mit Sound auszustatten, sodass halt nicht bloß der Motor und der Auspuff toll klingt, sondern dass man wirklich auch beim Fahren einfach eure Lieblingsmusik in maximaler Lautstärke hören könnt. Und dazu braucht es natürlich ein bisschen mehr als nur sowas Kleines hier, ja, genau. wie bei dir drin ist. Das ist halt unser Spezialgebiet, da haben wir uns drauf spezialisiert. Du siehst hinter dir die Konfiguration, die wir dort anbieten, vom ganz kleinen Setup mit nur zwei Lautsprechern und Verstärker bis hin zu Maximalausbaustufen, 8 Lautsprecher, 3 Subwoofer. Da gibt es also nach oben keine Grenzen. Ja. Wir bieten für jeden Musikgeschmack, für jeden Geldbeutel entsprechende Pakete an, die MaxCount Soundkits. Und ja, bei dir haben wir uns halt für eine Variante entschieden, weil du jetzt vorne keine Lowers hast, dass wir vorne bei dir ein Zweier-Setup machen, hinten dafür richtig Gas geben und du da eine Packung hinten reinkriegst, mit der du definitiv Musik hören wirst und in einer Art und Weise hören wirst, wie du sie schon bisher so nie erlebt hast. Ja. Ja, wir hatten das schon oft das Thema und vielleicht nochmal ein Hinweis an alle, Martin, Harley Mullin war ja auch schon mal hier, da verlinke ich mal ganz kurz auch das Video, wir hatten das Thema auch mal angesprochen, das ist ja echt ein emotionales Ding, ne? Also erstmal Harley fahren ist emotional, Sound ist emotional, ja, aber auch die, ja, Musik dazu, ne? Ich fand deine Beschreibung auch sehr passend, was du gesagt hast, dass man wirklich diese Storyline, die du erzählt hast, ne? Dass, ja, du irgendwo herfährst und dann hast du noch den Sound dazu und ich habe das halt auch, ne? Und jetzt haben wir auch festgestellt, ich hatte mit dem schon hin und wieder echt viel Spaß, aber das ist ja, ich denke mal, wenn wir fertig sind, kein Vergleich mehr. Ne? Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, du kommst halt hier von dem Setup, bei dir hat sich jemand viel Mühe gemacht, die eigentlich vorhandenen 16 cm Lautsprecher mit einer Adapterplatte auf nur 13 zu reduzieren. Ja. Ja? Weil sie gerade da waren, warum auch immer. Ja. Ja. Also schon da werden wir von der Membranfläche her, hier ist mal so ein 16er, ne, wenn man den hier daneben hält, ja, da sieht man schon einen riesen Unterschied. Ja. Das wird natürlich ein großer Schalldruckgewinn sein. Und dann bekommst du ja 4 von diesen unglaublich
geil klingenden Herz-Koax-Lautsprechern bei dir hinten rein. Also nicht plus zwei wie bei Martin, sondern bei dir gibt es das Doppelpack. Ja, zwei pro Seite, also insgesamt vier. Das heißt, wir schicken dann insgesamt bei dir 1200 Watt nach hinten, sodass jeder 300 Watt abbekommt. Ja. Ja. Vorne, die kriegen jeweils 400 Watt ab. Das heißt, du kriegst dort also wirklich in Summe eine Endstufe rein, die 2400 Watt leistet. Und damit wirst du schon ordentlich schieben können. Viele Grüße an der Stelle an Alex Nillmeier. Es ist exakt dieselbe Endstufe, die der Alex drin hat. Ja. Okay. Der hat in seiner Seatline auch die 2400er drin. Er feuert damit allerdings hinten 2,6x9 und vorne 2,6,5 Lautsprecher. Das heißt, du kriegst ein bisschen mehr Membranfläche dazu. Das heißt, auch dort vom Endergebnis Schalldruck wird es dort nochmal eine Schippe oben drauf geben. Sehr gut. Also ich bin wirklich, ich habe ja schon auch eingangs erzählt, ich hab mich nie wirklich mit dem Thema befasst. Also ich habe jetzt echt, das hört sich alles schon echt extrem an, ja. Aber ich bin echt gespannt, wie das nachher sich wirklich in der Umsetzung anhört. Ne? Grüßt euch. So, Tag 2. Gestern haben wir schon wirklich sehr, sehr viel geschafft. Ne? Muss man dazu sagen, heute geht's weiter. Robert, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was wollen wir heute machen? Genau, vielleicht noch ganz kurz zu gestern, was wir gestern gemacht haben. Wir haben Stromkabel verlegt, Lautsprecherkabel verlegt. Wir haben den Verstärker oben fest eingebaut. Die Ground Zeros sind in ihren Platz gewandert und haben, die hier dürfen wir jetzt wieder nach Hause. Das Zuhause, was da heißt, Mülltonne, ja, genau. Mit diesem tollen Adapterring. Das blende ich gleich mal alles ein, dann sieht man das. Dann mal. Haben wir die Speakerpods natürlich gedämmt. Vorne sind wir, wie gesagt, soweit fertig. Wir müssen nur noch Radio einbauen, dann natürlich Lautsprecherpolarität messen. Als großes Projekt steht hinten noch hinten deine Herz. Ja. Die zwei Stück pro Seite, dort die Kabellage fertig machen und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Alle Kabel sind schon am Verstärker angeschlossen und dann gehen wir ans Einmessen. Ne? Wir werden ein paar DSP-Schritte noch machen. Ich werde das neue Radio erklären und dann wird es allerhöchste Zeit, dass du an deinem neuen Display mal die Folie lupfen darfst. Ja? Auf jeden Fall, da bin ich schon gespannt hier. Dann lass uns mal loslegen und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. So machen wir das. Bis dann. Wie ihr seht, wir sind jetzt am Ende, wir sind fertig. Ich muss wirklich sagen, ich kriege das Grinsen schon gar nicht mehr raus. Ich habe das, für mich das ja wirklich von 0 auf 100. Ne? Wir hatten ja eingangs schon mal diese kleinen Speaker gezeigt, die da eigentlich verbaut waren. Und wir haben ja jetzt wirklich hier volle Hütte. Ne? Klar, man kann wahrscheinlich sagen, nach oben geht es immer. Ne? Selbstverständlich, aber mit Subwoofer oder hier vorne. Gut, vorne noch ein paar mehr Lautsprecher rein. Ja. Hinten, wie gesagt, Subwoofer in die Koffer. Das ist immer machbar. Ja. Ja, aber das da kommt natürlich dann noch eine Endstufe dazu. Du büßt Platz in deinen Koffern ein und du willst ja ein Riderbike. Du bist ja der Tourensohn. genau. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich muss schon sagen, also das wird man nachher noch mal sehen. Ich werde auch noch ein paar Stories machen und auch ein paar Shorts, weil wir jetzt gerade ein bisschen aufpassen müssen wegen der GEMA-Musik natürlich immer. Ja, ne? Aber das ist absolut phänomenal. Ne? Bitte guckt auch noch mal gerne bei MaxCount vorbei auf der Internet-Instagram-Seite
folgt den Jungs, die machen wirklich brutalste Arbeit. Da werden auch noch mal einige Videos kommen, denke ich. Ne? Ja. Und ja, ich bin echt sprachlos. Das freut mich zu hören, dass wir deine Erwartungen übertreffen konnten. Ja, auf jeden Fall. Hammer. Und ich muss selber sagen, also mit dem Setup hinten, mit den 2x6x9, wir haben sie gescheit abgedichtet, dass auch wirklich Druck rauskommt. Das ist nochmal eine Nummer. 2x600 Watt pro Seite draufgelassen mit Unterstützung von den Crown Zeros. Ja, da geht die Luzi ab. Ja. Ne? Also nochmal wirklich vielen, vielen Dank. Ich bin echt begeistert. Das war eine saugeile Sache. Das waren jetzt wirklich echt auch sehr interessante 2 Tage. Ja. Da sieht man mal, was da eigentlich alles gemacht werden muss. Ne? Also das war ja wirklich alles auseinandergepflückt. Wir haben nochmal geguckt, geprüft, du bist nochmal hergegangen. Dann hat, am Ende hat das immer noch nicht ganz gereicht. Nochmal nachjustiert und und. Ne? Und da kommt ja nochmal mehr was on top drauf. Auf jeden Fall. Wenn also dann halt die Phase nicht stimmt, ne, und die Lautsprecher gegeneinander arbeiten, eine Auslöschung haben, da kommt halt nicht der Bass, da kommt was. Ja. Das hört man dann irgendwann und dann bestätigt das Messgerät und dann sagen wir, okay, jetzt klemmen wir es um und dann war es perfekt. Ja. Ja? Also ich verabschiede mich jetzt von Robert. Aus Dresden fahre jetzt nach Frankfurt zur Magic Bike Week, also eigentlich nach Rüdesheim. Und dann machen wir mal den Soundcheck mit den Jungs im Hotel Toskana. Und da bin ich mal gespannt, was die dazu sagen. Also, bleibt dran. Ja, danke dir nochmal, dass du so kurzfristig dann doch auf deinen Diamond Audi verzichtet hast. Wir, das war das Letzte. Wir mussten jetzt dem Kunden aushelfen. Deswegen ist jetzt hier ein Soundstream reingekommen. Es wird dein Musikgenuss keinen Abbruch tun. Aber da konntest du echt dem Kunden helfen. Das war das Letzte. Und der kam nie weiter. Und deswegen haben wir es heute verschickt. Und deswegen an der Stelle nochmal danke, dass wir das so lösen konnten. Klar, auf jeden Fall. Aber ist ja mal gut, wenn man nochmal eine zweite Lösung direkt parat hat. Ne? Auf jeden Fall. Und da sind alle irgendwie happy. Ne? Genau. Alles klar, Leute. Also in diesem Sinne, macht's gut. Und ja, bis bald. Haut rein. Ciao. Ciao. Let me see the job.